Im Folgenden möchte ich euch gerne meine Fragestellung vorstellen und ich würde auch immer sofort ein bisschen was zur Operationalisierung erzählen und auf die statistische Umsetzung eingehen. Die erste Hypothese greift die allgemeine Fragestellung der Arbeit auf und es wird angenommen, dass Personen in der EFPI-Bedingung im Mittel zu T3 eine geringere Beeinträchtigung durch den Konflikt gemessen mit dem PDI berichten als Personen in der Support-Bedingung. Und darüber hinaus wird angenommen, dass die postulierte Differenz zwischen den beiden Bedingungen sich nicht besser durch die zu T1 berichtete Beeinträchtigung durch den Konflikt erklären lässt. Ne? Die Verringerung der Beeinträchtigung wird hierbei als Indikator der Wirksamkeit herangezogen und es wird eben um T1 kontrolliert, weil erwartet wird, dass der Effekt nicht auf vorherige Gruppenunterschiede zurückzuführen ist. Und berechnet wird diese Hypothese mit einer multiplen Regression mit Dummy-Kodierung. Die zweite Hypothese, die bezieht sich auf die Teilstichprobe der EFPI, also auf Faktoren der Wirksamkeit innerhalb der EFPI-Bedingungen. Und es wird erwartet, dass die Durchführung des Verhaltensexperiments innerhalb der EFPI-Bedingungen eine wichtige Determinante der Wirksamkeit der EFPI ist und sich positiv auf die Reduktion der Beeinträchtigung durch den Konflikt von T1 zu T3 auswirkt. Operationalisiert als Differenzvariable des PDI von T1 zu T3. Dabei wird angenommen, dass dieser Effekt des Verhaltensexperiments über das Ausmaß der Erwartungsverletzung mediiert wird. Und insgesamt wird das als Mediatormodell mit drei Teilhypothesen gemessen, die ich euch jetzt vorstelle. Hypothese 2.1 ist das Total Effect Model und dabei wird angenommen, dass Personen innerhalb der EFPI-Bedingungen, die ein Verhaltensexperiment durchgeführt haben, eine größere Abnahme der Beeinträchtigung durch den Konflikt gemessen mit dem PDI von T1 zu T3 zeigen als Personen innerhalb der EFPI-Bedingungen, die es nicht geschafft haben oder nicht umgesetzt haben, ein Verhaltensexperiment durchzuführen. Hypothese 2.2 beschreibt das Mediatormodell und da wird angenommen, dass Personen innerhalb der EFPI-Bedingungen, die ein Verhaltensexperiment durchgeführt haben, ein höheres Ausmaß an Erwartungsverletzung erleben als Personen innerhalb der EFPI-Bedingungen, die kein Verhaltensexperiment durchgeführt haben. Und das Ausmaß an Erwartungsverletzung ist definiert als die Differenz des Ausmaßes der Erwartungen, die die Person